Dann sage ich ganz herzlich willkommen, liebe Frau Professor Dr. Sunhild Kleingärtner, Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums hier in Bremerhaven. Toll, dass Sie dabei sind zum krönenden Abschluss der Sail 2015. Höhepunkt dieses Sonntags. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir feiern, oder Sie vor allem, feiern 40 Jahre Deutsches Schifffahrtsmuseum. Da steigen im September noch eine ganze Menge Partys. Wird es Shanties geben? Vielen Dank erstmal für die Einladung hier auf die Sail und in das Zelt der Nordsee-Zeitung. Ich freue mich, hier zu sein. Am 5. September wird tatsächlich Jubiläum gefeiert. Es gibt auch Musik. Es werden keine Shanties sein, aber sonst wird natürlich sehr viel Maritimes zu sehen sein und Sie sind herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Da wird die Hölle los sein, hoffe ich mal. So wie hier auf der Sail die Hölle los war. Ich möchte ja doch ein bisschen aus dem Nähkästchen von Ihnen jetzt wissen. Wenn Sie rumgegangen sind über die Sail, haben Sie so einen Favoritenpunkt, ein Schiff, eine Mannschaft, irgendeinen magischen Moment erlebt im Laufe dieser 5 Tage? Also ich fand diese 5 Tage ja alle ganz, ganz unterschiedlich. Ganz toll. Jeder Tag war anders. Keiner war gleich. Und am besten fand ich der Einlaufparade entgegenzufahren mit Herrn Gauck. Und da kam uns das kolumbianische Schiff entgegen, wo die ganzen stolzen Seeleute in den Rahen standen, farbenfroh und viel Musik an Bord. Also das war wirklich ein wunderschöner und sehr stolzer Anblick. Ganz klar. Es wird eine nächste Sail geben, freuen wir uns drauf. Ja, Deutsches Schifffahrtsmuseum ist eine Institution in Bremerhaven. Ich glaube, die meisten Leute, die durch die Stadt gehen und drauf gucken, sagen sich, wann rollt denn nun endlich mal der erste Bagger an? Also es ist vorgegeben, eine klare Linie. Es wird Umbauten geben, es wird Sanierungen geben. Es gibt schon länger ein neues Konzept, darüber reden wir noch. Aber wann geht's los? Tschüss. Wann geht's denn nun wirklich sichtbar für alle los? Mit unserer Jubiläumsausstellung wollen wir das letzte Mal die jetzige Dauerausstellung noch mal ins Rampenlicht rücken und schon die Neuausrichtung kommunizieren. Und im kommenden Jahr wird es dann, also 2016, eine Umbaumaßnahme und Sanierung in der Koggehalle geben. Koggehalle. Und die Kogge wird dann auch in neuem Licht und in einer neuen Präsentation zu sehen sein. Also das wird der Auftakt einer neuen Ausstellung. Neue Präsentation, da bin ich ja neugierig. Kann man schon so ein bisschen sagen, wie oder was? Ah, so ein bisschen kann man es erahnen, wenn man sich vor Augen führt, dass dieses Museum, die Koggehalle selber, ja damals ein Werkstattgebäude war. Da wurde die Kogge wieder aufgebaut und da war im Grunde die Werftsituation. Und genau diese Werftsituation wollen wir kommunizieren. Also die Metapher und das Narrativ sind die Werft. Denn dieses Haus, bevor es Museumsgebäude wurde, war eine Werft und wir haben ja auch unsere Forschungsinstitution, somit die gedankliche Werft, die da im Hintergrund eine Rolle spielt und das wird der Besucher dann sehen können. Wird man nur sehen können oder können sich die Menschen, die das Museum besuchen werden künftig, auch Gelegenheit haben, selber was mal zu machen? Also wird es außer dem Gucken auch ein Fühlen, ein Ausprobieren, ein vielleicht multimediales sich Einklinken geben? Ist das Teil des neuen Konzepts? Mhm. Also momentan ist es ja so, dass vor allen Dingen die Exponate zu sehen sind und die Exponate spielen nach wie vor eine ganz, ganz große Rolle, aber die sollen besser nachvollziehbar gemacht werden und auch die Forschungsfragen, die sich daran ranken und man soll tatsächlich die Dinge auch begreifen können und auch neue Sehgewohnheiten und Kommunikationsformen werden eine Rolle spielen. Das klingt spannend, da kann man sich drauf freuen. Koggehalle war der eine Part, Umbau, Neugestaltung. Wie geht das weiter? Hans-Scharun-Bau und so weiter. Was müssen wir uns vorstellen, wie das abläuft? Und ab wann überhaupt? Die Koggehalle 2016 ist der Auftakt. Der Auftakt für ein ganzes Programm unter dem Motto Mensch und Meer. Es geht also im Grunde um die Entwicklung des Schifffahrtsmuseums, wo vor allen Dingen ja die Schiffe immer gezeigt wurden, hin zu einer Geschichte der Schifffahrt, also der sozialen Prozesse, die hinter den Schiffen stehen. Und in einem zweiten Schritt soll dann das Bangert-Gebäude baulich ertüchtigt werden und dann auch mit einer neuen Ausstellung versehen werden. Einige Exponate bleiben, vieles verändert sich aber. Und in einem dritten Schritt soll der Scharunbau, also das älteste Gebäudeteil, saniert werden. Es ist auch am sanierungsbedürftigsten und dann soll da der dritte Teil rein.
Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Ich hatte immer noch im Hinterkopf, es gibt einen Neubau. Es wird auch einen Neubau geben, der wird aber nicht die Ausstellung betreffen, sondern das Museum hat ja auch verschiedene Logistik, Werkstätten, Magazine, also Orte, wo einfach auch Exponate gelagert werden müssen, die nicht immer gezeigt werden können. Aber vorrangig ist uns natürlich, dem Besucher auch was zu bieten und nicht hinter den Kulissen die Räume zu ertüchtigen oder neue zu bauen, sondern jetzt wirklich zu sagen, der erste Schritt ist die Ertüchtigung der Ausstellung. Das Ganze wird ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Gibt es da einen Zeitrahmen? Denn den Titel Nationales Museum, Deutsches Schifffahrtsmuseum, überhaupt dieses Prädikat wieder bekommen zu haben von der Leibniz-Gemeinschaft, ist ja großartig. 2018 soll eine neue Evaluation, ein neuer Prüfauftrag erfolgen. Bis wann sollen denn schrittweise all diese Maßnahmen umgesetzt worden sein? Also der Auftakt wird 2016 gemacht und wir werden bis zur nächsten Evaluierung keinesfalls alles vollendet haben können. Das kann keiner erwarten. Was wir haben müssen, sind tragfähige Konzepte und die ersten unumstößlichen Schritte wirklich gemacht zu haben. Das wollen wir auch machen und dann wird es sicherlich Etappen geben, 2018, 2020. So lange werden wir brauchen, um da tatsächlich vielleicht aber auch unter marketingtechnischen Gesichtspunkten ganz sinnvolle Schritte zu absolvieren und nacheinander die Ausstellung zu eröffnen. Also Marketing ist ein ganz entscheidender Punkt, denn man muss ja die Leute auch erreichen, damit sie strömen, damit sie kommen. Wir sind im Bremerhaven reich gesegnet mit ganz wunderbaren Museen und Forschungseinrichtungen. Und das ist ja so ein Schulterschluss hier in der guten Stube mit Schifffahrtsmuseum, Auswandererhaus, Klimahaus und nur ein Katzensprung weiter weg ist auch das ganz wunderbare historische Museum. Wie könnte sich so ein, ich sag mal, geografischer Schulterschluss auch inhaltlich eventuell darstellen? Ist da an Kooperationen gedacht oder gibt es eine Kommunikation? Kann man gemeinsam am selben Strang vielleicht mehr erreichen, um den zurückgehenden Besucherstrom einfach neuen Antriebsschub, Schubkraft zu geben? Ich finde es ja ganz wunderbar, dass Sie auch das historische Museum erwähnen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, auch für Bremerhaven und für die Stadtgeschichte, aber auch darüber hinaus. Und ich denke, Bremerhaven hat wirklich als Alleinstellungsmerkmal ganz, ganz wesentliche Themen. Schiffbau oder Schifffahrt, Migration und Klima sind im Grunde sehr aktualitätsbezogen und vor allen Dingen sehr zukunftsgerichtete Themen. Und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Die Auswanderung wäre nicht möglich gewesen, wenn es die Schifffahrt nicht gegeben hätte. Und andersrum muss man sich auch vor Augen führen und global gedacht, dass natürlich auch klimatische Veränderungen dazu führen können, dass zunehmend Migration, natürlich spielen auch Kriege und andere Dinge eine Rolle, aber ich glaube, dass man viele Themen finden kann, wo man sich enger miteinander vernetzen kann und das Historische Museum ist an einem Ort hier in Bremerhaven und Bremerhaven ist eine Stadt, die für viele Dinge vielleicht auch Anzeiger ist, was wirtschaftliche Konjunktur oder nicht vorhandene Konjunktur angeht und ähnliches. Also ich denke, mit einem Zusammenschluss, thematischen Zusammenschluss dieser Häuser würde man viel erreichen. Dabei geht es aber nicht nur um Dinge, die man angucken kann, künftig ja auch anfassen kann und erleben kann. Ich stelle mir vor, man könnte noch stärker Kinder oder junge Leute motivieren, sich für die Historie, die ja hier in dieser Stadt so besonders ist, auch tatsächlich zu interessieren. Gibt es da Konzepte, auch mit Schulen zu kooperieren oder vielleicht sogar mit Kindergärten? Kinder sind meines Erachtens ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, die Kinder heranzuführen im jungen Alter, denn nur wenn man da schon das Interesse sät, dann ist auch im späteren Erwachsenenalter Interesse oder ja, vielleicht auch wird die Notwendigkeit gesehen, in Museen zu gehen und eine andere Form des Lernens auch wahrzunehmen. Und wir sind verstärkt darum bemüht, Kinder zu integrieren durch unsere Programme und wirklich auch auf die Schulen zuzugehen und das als normal werden zu lassen oder wieder normal werden zu lassen. Früher, so wurde mir erzählt, war es gang und gäbe, dass jeder Bremerhavener, jeder Bremer hier im Schifffahrtsmuseum gewesen ist und es wäre toll, wenn das wieder der Fall sein würde.
um die Kinder zu kriegen, kann man aber natürlich auch erstmal an die Eltern ran, denn wir haben da schon mal drüber gesprochen, es gibt ein unglaubliches Potenzial an Geschichten um Schifffahrt, hinter dem Schifffahrtshandwerk natürlich. Ist das ein Pfund, mit dem auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum buchen kann, dieses unglaubliche Wissen und diese geballte Erfahrung echter Schiffer, die wir ja noch haben, das anzuzapfen und für sich zu nutzen? Ist das Teil des Konzepts eventuell? Also das Deutsche Schifffahrtsmuseum möchte tatsächlich ein Ort der Begegnung sein, insofern, dass wir natürlich das akademische Wissen unserer Forschungsinstitution, die sich dahinter verbirgt, in die Ausstellung tragen, dort aber im Grunde auf das Erinnerungswissen der Bevölkerung auch treffen lässt. Denn wir haben einen sehr großen Förderverein von annähernd 3000 Mitgliedern. Wir haben sehr viele auch ehrenamtlich bei uns tätige und interessierte Menschen, die ihr Wissen mitbringen. Wissen, das vielleicht nie verschriftlicht worden ist oder sich in Objekten manifestiert. Und das ist eine wunderbare Ergänzung. Und im Grunde wäre es traumhaft, diese Erinnerung auch niederzuschreiben, per Interviews festzuhalten und somit auch wirklich so ein Erinnerungsarchiv für die vielleicht maritime Wirtschaft, für die maritime Alltagsgeschichte zu haben, wo Bremerhaven natürlich auch mit dem Strukturwandel, mit der Fischwirtschaft, mit der Werftengeschichte, jetzt der Offshore-Industrie, natürlich eine ganz wichtige und wesentliche und auch national bedeutsame Rolle spielt. Das Stichwort Archiv würde ich ganz gerne aufgreifen. Ist bei Ihnen schon alles digitalisiert? Alles zu digitalisieren würde unheimlich viel Zeit, Ressourcen und so weiter in Anspruch nehmen. Wir sind sehr darum bemüht, da schrittweise voranzukommen, und wir haben einen ganz wunderbaren Archivleiter, der die Dinge ganz wunderbar aufnimmt, aber in dem Sinne digitalisiert, dass man es online einsehen kann und über unsere Webseite abrufen kann, ist es noch nicht. Also wenn es mal soweit sein, klappt's noch? Ich glaube, ja. Wenn es mal soweit ist, dass tatsächlich Menschen ihre Schifffahrtsgeschichte oder die Geschichte ihrer Familie in der Seefahrt erzählen, das digitalisiert den Leuten zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel ist es auch ein Traum des Deutschen Auswandererhauses, Archivbestände zu digitalisieren. Kann man da nicht die Klamotten zusammenpacken und sagen, wir verbünden uns und versuchen, ein gemeinsames digitales Archiv hinzukriegen? Also Kooperationen sind da immer wunderbar, denn es ist im Grunde die gleiche Technik. Es ist, sind die gleichen Fragen der Langzeitarchivierung, die man sich stellen muss. Von daher wäre das wunderbar, da ins Gespräch zu kommen und sich vielleicht auch noch mit weiteren Archiven dieser Art zusammenzuschließen. Zukunftsmusik. Sie haben den Förderverein erwähnt, der ist extrem stark. 3000 Menschen fördern das Deutsche Schifffahrtsmuseum, das ist auch ein dickes Pfund. Inwieweit kann man denn diese Förderer, viele von denen sind wahrscheinlich tatsächlich auch aus der Schifffahrt gekommen, wie weit kann man diese Menschen einbinden in eine neue Konzeption, in eine neue Marschroute? Nicht nur zum Geld einsammeln, ganz aktiv. Also auch da kann man natürlich Erinnerungen erfragen. Von dort stammen auch zum Teil die Exponate. Und jetzt mit unserer Jubiläumsausstellung sind wir auch direkt auf einzelne Personen zugegangen und haben zum Beispiel auch gefragt, wie sie eigentlich den Fund der Kogge wahrgenommen haben, wie sie das begleitet haben, was sie erinnern. Denn der Fund der Kogge ist natürlich ein ganz besonderer, aber Gleiches gilt auch für andere Exponate, wo der Förderverein eine bestimmte Rolle gespielt hat. Und in dem Förderverein sind Menschen ganz unterschiedlicher Couleur, vom Kapitän angefangen bis zur Stewardess, die zum Maschinist oder so, ja. Genau, berichten, die einfach sich verändert haben. Die Länge der Liegezeiten ist eine ganz andere. Die Abläufe in den Häfen haben sich sehr stark verändert, und da können wir einfach vieles als authentische Überlieferung speichern oder erfragen. Und nicht zuletzt geht es zum Teil auch um die Funktionsweise bestimmter Objekte. Ich hatte neulich eine Führung auf der Meißen, wo Herr Hoheisel, der ehemalige technische Direktor, auch dabei war, wo man im Grunde so eine Zweierführung gemacht hat. Er hat aus seinem Erinnerungspool geschöpft und ich habe mein Wissen über das Exponat preisgegeben, und ich glaube, das war sehr anregend für die Bevölkerung, die zuhörte.
Das klingt gut. Sie sind eigentlich, habe ich eben aber auch erst gelernt, Archäologin. Sie haben in Erde gebuddelt und Altes ausgegraben. Sind Sie denn auch selber eine Schifffahrerin oder werden Sie so wie ich leider seekrank? Ich bin tatsächlich einmal seekrank geworden, als ich 4 Jahre alt war und mit meinen Eltern und meiner Schwester in Dänemark zum Segeln war und in Sturm geriet und es war wirklich hoher Wellengang. Und das ging auch bitterlich für mich aus, aber danach bin ich nie wieder seekrank geworden, bin selber gerne gesegelt und als Kind auch sehr viel. Und dann später habe ich mich aber aufs Tauchen verlegt und Tauchen. Dann bin ich im Grunde auf die maritime Archäologie und die Schifffahrtsgeschichte umgestiegen. Sind Sie hier bei uns schon mal getaucht, mal einmal in den Kreidesee gehüpft oder so? Nein, ich bin vor allen Dingen immer in die Ostsee zum Tauchen gegangen, weil dort das Wasser so durchsichtig ist und man gut sehen kann, all das, was unter Wasser liegt und was man da erforschen möchte. Und das war im Grunde das primäre Einsatzgebiet. Mhm. Unter Wasser war so das Stichwort, wenn ich an die alte Hansekogge denke. Haben Sie das noch mitgekriegt, als die noch in dieser Konservierungsbrühe rumschwamm? Ja, das habe ich noch mitbekommen und umso spannender ist es natürlich, jetzt dieses Exponat zu sehen, frei stehen zu sehen und jetzt auch damit umgehen zu können und eine neue Präsentationsform wirklich sich mit anderen und im Team zusammen zu überlegen. Wunderbare Aufgabe. Noch nicht alles verraten. Haben Sie ein Lieblingsstück in diesem Riesenhaus mit unglaublich vielen Exponaten, Ausstellungsstücken, Schiffen, Zubehör, Tafel, Silber etc. etc.? Es ist irrsinnig spannend, da reinzugehen. Aber haben Sie ein ganz persönliches Lieblingsstück? Also wir haben so viele schöne Stücke, dass es mir wirklich schwerfällt, eins herauszunehmen. Aber weil ja auch gerade die Sale ist und fahrende Schiffe, finde ich, einen besonderen Wert haben und insbesondere unsere Grönland von 1867, die so toll erhalten ist, dank der Unterstützung des Fördervereins, aber auch beredert wird durch eine ganz, ganz tolle Crew. Also ein herzliches Dankeschön, das ist ganz wunderbar. Ist das momentan tatsächlich mein Lieblingsexponat, nicht zuletzt, weil es auch die enge Verbindung auch zum Alfred-Wegener-Institut verweist. Das ist ja das älteste Polar- und Meeresforschungsschiff und eines unserer Forschungsthemen jetzt ist die Forschungsschifffahrt und wir arbeiten auch, was die Doktorandenausbildung angeht, sehr eng mit dem AWI zusammen und deshalb ist die Grönland einfach für mich ein ganz wunderbarer Ausdruck von einer Zusammenarbeit, von einer intakten Nutzung auch eines alten Schiffes, was aber immer noch beredert wird und somit auch haptisch erfahrbar wird als Museumsexponat. Haptisch bedeutet richtig greifbar und fühlbar. Ganz genau, man kann ja das Holz fühlen und die Taue und also ein wunderbares Exponat. Deshalb ist die Grönland zurzeit mein Lieblingsexponat. Ist ja nicht das Kleinste. Gibt es irgendwo sowas ganz klitzekleines in einer Ecke einer Vitrine? Sowas, was man ganz schnell auch übersehen könnte? Ah, da haben wir schon Verschiedenstes, was man schnell übersehen könnte. Also wenn man im Bereich der... Damit zu viel. Kommen Sie selbst und überzeugen sich selbst. Auch Schmuck und solche Sachen und kleine Gegenstände, kleine Werkzeuge und solche Sachen. Zähne und so ein Zeug. Reden wir mal über das, worüber man nicht reden soll. Reden wir bitte über Geld. Es gab mal eine genannte Summe der Förderung für Umbaumaßnahmen, Sanierungen, roundabout 40 Millionen, 42 Millionen. Steht diese Summe noch? Ist das Geld noch da oder nimmt es plötzlich ganz andere Dimensionen an? Die 42 Millionen Euro sind unser Kostenrahmen. Da können wir nun die Neuausrichtung mit baulich umsetzen. Und dadurch, dass wir ja schon ordentlich im Hintergrund planen, bevor man was umsetzen kann, muss man ja was planen. Und dadurch, dass auch die Ausstellungskonzeption damit drin ist, müssen wir natürlich jetzt, oder schmilzt das Geld langsam, aber dem Einsatzzweck angemessen. Und deshalb bin ich ganz glücklich, dass da Bewegung reingekommen ist und das Geld jetzt langsam abfließt, so nennt man es, glaube ich. Abfließt, wegschmilzt, aber wo könnten neue Quellen herkommen? Man hat natürlich nie genug, das ist klar.
wir sind eine Leibniz-Einrichtung und da ist es natürlich schon so, dass Bund und Land als Zuwendungsgeber eine Rolle spielen, aber gleichsam ist auch die Stadt Bremerhaven beteiligt und für all die Zuwendungen, wir sind auf öffentliche Zuwendungen angewiesen, sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Ja klar, da wo Geld im Spiel ist, geht es natürlich für die Umsetzung auch darum, wer macht das alles? Um die tollen Ideen umzusetzen, braucht es Mitarbeiter, um die wissenschaftliche Forschung voranzutreiben, braucht es Wissenschaftler. Wie schaut es mit der personellen Ausstattung aus? Sollen neue Wissenschaftler ans Haus kommen? Ich glaube 5. Mhm. Es sind schon neue Wissenschaftler ans Haus gekommen. Bereits letztes Jahr im September konnten wir eine Juniorprofessorin, die sowohl in Bremen als auch bei uns beschäftigt ist, ans Haus holen, die insbesondere die neue Ausstellungskonzeption koordiniert. Anfang des Jahres haben wir 5 neue Wissenschaftler bekommen und jetzt zum Herbst werden wir nochmal 4 weitere ans Haus holen. 9. Also der Generationenwechsel ist voll im Gange und das freut mich sehr, weil man so natürlich dann auch dem Auftrag gerecht werden kann und entsprechend intensiv forschen und dann auch ausstellen kann. Ganz klar. Wo kommen die Leute alle her? Ist das ganz Deutschland oder international? Wir machen internationale Ausschreibungen, also sowohl national, aber auch international. Wir haben auch noch ein Drittmittelprojekt glücklicherweise bewilligt bekommen mit 4 weiteren Forschern, wo einer aus den Niederlanden stammt. Und also von daher, es sind uns alle willkommen. Wir gucken nicht auf die Herkunft, sondern auf die Qualität der Arbeit. Das sind aber befristete Verträge vermutlich. Also die werden nicht auf 10 Jahre Sicht jetzt eingestellt. Wie sind da die Fristen? Also wie im Wissenschaftssystem üblich, haben wir unsere Doktoranden jetzt für maximal 3 Jahre eingestellt. Okay. Und Gleiches gilt für die anderen Wissenschaftler auch, mit der Option auch verlängert zu werden. Das sind im Wissenschaftsbetrieb ganz übliche Zeiträume, also im Grunde nichts Verwunderliches. Für die Museumslandschaft an sich vielleicht ungewöhnlich, aber es gibt normalerweise in den Museen ja keinen ganz so hohen Forscheranteil. Worauf freuen Sie sich in 2016? Weil 2016 ist ganz schnell. Ich glaube, jetzt in den nächsten 14 Tagen rauschen in den Läden die ersten kleinen Weihnachtsmänner und Lebkuchen an. Also es wird sehr schnell Jahresende und sehr schnell 2016. Worauf freut sich Professor Sunil Kleingärtner 2016 am allermeisten? Am allermeisten freue ich mich für 2016 auf die Neueröffnung unserer Koggehalle, weil das einfach der Moment ist, wo wir einen Startschuss geben können in eine neue Zukunft, der Bevölkerung auch das zeigen können, was wir im Hintergrund jetzt die letzten 2 Jahre geplant haben und wo ich einfach auch hoffe und mich darauf freue, dass viele Menschen das wahrnehmen und es auch wirklich als attraktiven Ort dann empfinden. Dann freuen wir uns auf Sommer oder Herbst. Sommer oder Herbst, Sie sind uns jederzeit willkommen. Na, wann wird eröffnet? Das steht schon, das Eröffnungsdatum. Sie wissen, wie das mit den Eröffnungsdaten ist. Das wird rechtzeitig kommuniziert, aber nicht zu früh, dass man sich selber unter Druck setzt. Dann würde ich sagen, alles Weitere wäre Spökenkickerei. Die gehört aber auch auf eine Sale. Was machen Sie jetzt den Rest des Sonntags? Noch ein bisschen Schiffe gucken? Jetzt werde ich hier noch ein bisschen rumschlendern, Schiffe gucken, dieses Flair genießen. Es ist ja so großstädtisch geworden die letzten 5-6 Tage. Und ich genieße das sehr und finde das ganz wunderbar hier in Bremerhaven. Schön, noch ein bisschen Flammlachs essen und noch ein bisschen Mannschaften angucken. Und bis zur nächsten Sale warten. Hoffentlich. Tausend Dank für das Gespräch und toi, toi, toi für alles, was da kommt. Haben Sie vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.